So, heute kam mal wieder der Postbote und brachte, wie man sieht, einen 3D-Drucker. Und zwar ist es hier der Ender 3 in der Version V2, also zweite Version. Diese soll verbessert sein, was die Software betrifft, was das Arbeiten betrifft, was die Genauigkeit betrifft und die Laufruhe. Naja, ob das wirklich so ist, schauen wir mal. Jetzt werden wir erstmal gucken, ob auch alles drin ist im Paket, was versprochen und geliefert wurde. Super gut verpackt. Also das heißt, auch wenn der Postbote mal was fallen lässt, muss es nicht unbedingt alles direkt kaputt sein. Oben drauf liegen die Unterlagen. Die Grundplatte ist schon vormontiert. Ich habe jetzt erstmal den ersten Spaß herausgehoben. Das sind alles Einzelteile. Dann kommt der Zwischenboden raus. Klasse Geschichte. Also ist wirklich super gut verpackt, kann man gar nicht sagen. Und dann hat man den Rest hier unten drin liegen. Der erste Eindruck ist gut. Es ist alles super verpackt. Dann ist hier alles ausgepackt. Alles schön sauber vor mir. Da haben wir zum einen die Platine mit dem Display. Schauen wir mal, was das ist. Denke eine Garantiekarte. Ein Aufkleber haben wir auch dabei. Was steht da drauf? Qualitätsgeprüft. Ah, Qualitätszertifikat, okay. Ja. Das ist, wo bekommt man technische Hilfe? So, und dann sind wir direkt bei Punkt 1. Da steht: Entnehmen Sie alle Teile aus der Box, entfernen Sie Klebeband, Polsterung von den Teilen. Überprüfen Sie die Teile, um sicherzustellen, dass beim Versand nichts beschädigt wurde. Und prüfen Sie, ob alle Teile, Kabelbaum und Komponenten da sind. Und die wichtigsten sind schon angeschlossen. Na, das ist doch mal was. Also ich bin sehr überrascht, muss ich mal sagen, dafür, dass der Kram auch wieder aus China kommt und man in letzter Zeit ja doch so andere Sachen gewöhnt ist. Sieht das alles schön ordentlich verarbeitet aus. Das hatte ich so nicht erwartet. Gut, dann schauen wir mal, was wir tun müssen. Das haben wir dabei. Ein großer Nachteil ist, wenn es gut verpackt ist, es geht mal nicht so einfach auszupacken. Das ist wirklich alles super eingeschweißt. Aha. Einzeln und dann nochmal doppelt. Man hat es wirklich sehr genau genommen. Wahrscheinlich produziert man die wirklich von europäischen Markt. Und da weiß man, dass die Deutschen immer am Meckern sind, wenn irgendwas nicht ordentlich ist. Also wird alles super sicher verpackt. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Und das muss extra weg. Ja, schönen guten Morgen. Das war mein Hund im Hintergrund. Der fühlt sich etwas vernachlässigt gerade. Was ist los, Dicker? Es sind selbst die Kabelbinder dabei. Also man hat scheinbar wirklich an alles gedacht. Ich bin etwas überrascht. Ich hätte das nicht erwartet so. Was ich gerade entdeckt habe in den ganzen Tüten, ich hatte das vor uns angesprochen, ich wusste nicht, ob Werkzeug dabei ist. Es ist tatsächlich eine Tüte mit Werkzeug dabei. Maulschlüssel, Schraubenzieher, Imbusschlüssel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man geht zwar in der Regel schon aus, aber meistens ist es ja gar nicht so. Aber es scheint doch wirklich alles dabei zu sein. Wir sehen uns gleich wieder. Nee, fasse ich jetzt nicht. Echt? Hm.
Man hat selbst einen Seitenschneider mit dabei gepackt. Jetzt bin ich aber mehr als überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Wird nicht sehr hochwertig sein, aber wenn er denn seine Arbeit tut. So, jetzt habe ich den Spaß erstmal rumgedreht. Hier ist der Motor, da kommt dann die Spindel rein. Jetzt habe ich den Spaß rumgedreht, weil die Schrift sollte ja zu uns zeigen. Und dann müssten wir mal für alles einen einigermaßen guten Platz finden, dass uns das jetzt beim Montieren nicht im Weg rumsteht, liegt oder wie auch immer. Kabelchen, dass wir die nicht beschädigen, hier müssen wir aufpassen, dass wir hier nichts raufschrauben, was da nicht hingehört. So, dann sind wir soweit, dann beginnen wir mal mit Stufe 1 oder Schritt 1. Und da haben wir die beiden Säulen und dazu gehören dann diese Schrauben. Und zwar 4 Stück steht hier drauf, 5x45, 4 Stück. Hier haben wir 5x45, 5 Stück. Wir müssen erstmal schauen, wenn man es durcheinander bringt. Oder hat man einfach von Haus aus immer eine mehr eingepackt. Ich glaube, hier hat man immer eine mehr eingepackt. Man merkt es so gut. Und dann machen wir die Tüte auf. Die Nähen sollten von hier unten durch. Also was ihr nebenbei Geräusche macht, nicht wundern, ist mein Handy. Oder ich halt, kann auch sein. Wenn man die erste drin hat, dann gleich weiter zum Schritt 2, nämlich die zweite auf der anderen Seite. Hier sollte man gut aufpassen. Ich sehe gerade, hier sind Löcher drin, das ist hier nicht beschrieben, auf welcher Höhe die sein sollen. Was ich sehe, dass ich durch Zufall die hier richtig habe. Das sind hier 2 Löcher. Und bei dieser sind hier die 2 Löcher, das ist nämlich die Befestigung für die anderen Schrittmotoren. Da muss man gut aufpassen, dass man da auch gleich die richtigen erwischt. So, jetzt haben wir die 2 schon mal hier. Und wie gesagt, achtet drauf, hier sind 2 Bohrungen, hier sind 2 Bohrungen unten, dass das rechts und links stimmt. Das ist nämlich, da wird hier nirgends drauf hingewiesen. Ich muss mal eben auf die Zeichnung gucken, dass ich es nicht übersehen habe. Ach doch, hier steht's. Hier haben wir das. Muss man wirklich hinschauen, dass man die Front da hat und die beiden Löcher dann richtig sitzen. So, dann sind wir gleich beim nächsten Schritt, Schritt 2. Da steht jetzt, welche Schrauben wir brauchen, nämlich brauchen wir 5x8, 2 Stück und 4x20, 2 Stück, um nämlich das Netzteil und das Bedienterblatt zu befestigen. Vorne die Bedienung, das Netzteil hier hochkant hinten dran, deswegen die beiden Löcher in dem Abstand. Das tun wir jetzt gleich als nächstes. Wir drehen uns den Spaß in eine angenehme Arbeitsposition. Achten darauf, dass wir nicht den Rest runterschmeißen, was ja nicht so einfach ist. Und dann schauen wir, kommt dieser Spaß nämlich so rum hier rauf. Hier muss man aufpassen. Hier unten liegen die Kabel drin. Aha. Ist hier was angegeben? Okay, ich glaube, die haben aber genügend, ja, die liegen genügend frei. Jetzt schauen wir uns erstmal an, welche Schrauben wir brauchen. Hier war gesagt 4x20, 2 und Ringe, okay.
Dafür brauchen wir natürlich wieder einen anderen Imbus. Aber kein Problem. Der liegt in der Tüte dabei. Schauen wir mal, welcher hier der richtige ist. Jawohl. Den haben wir natürlich auch gleich erkannt. Und dann. Schrauben wir mal das Netzteil fest. Da ist natürlich dann auch ein Ein- und Ausschalter. Und da haben wir einen Stecker dafür. Sind wir soweit schon mal ganz zufrieden. Das haben wir schon mal bewältigt. Jetzt drehen wir den Spaß wieder andersrum. Und jetzt haben wir auch keine Angst mehr, dass das Netzteil runterfällt, weil es ist angeschraubt. Es sei denn, wir schmeißen alles runter. Aber das vermeiden wir erstmal. So gut es geht. So, jetzt kommt das Bedientableau. Dafür sagt er, sind vorgeschrieben, Moment, Brille auf, 5x8, zwei Schrauben. Und zwar mit Rundkopf. Na, ja, also das kleine Hund. 5x8. Haben wir hier natürlich nicht. Wo haben wir die? Das ist Flachkopf. Das muss irgendeine ganz kleine Tüte sein. Und das sind Muttern. 5x8. Da sind auch wieder mehr drin. Ich gehe mal davon aus, dass entweder man nochmal dieselben an einer anderen Position braucht oder man wirklich mehr reingefahren hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke mal, die wären dann an anderer Stelle auch noch benötigt. Oh schön, der fühlt sich etwas vernachlässigt, er hier. Und macht natürlich auf sich aufmerksam. Wie soll es auch anders sein? Aber den brauche ich, das ist der Spezialist hier. Weil ich bin nur der, der hier irgendwo zusammenschustert. Aber der Hund, der weiß, wie es muss. So, gucken wir, ob die zweite Schraube auch hier reinpasst. Passt super. So, jetzt schon kommen wir schon in den Bereich, wo kleine elektronische Bauteile angeschlossen werden. Der sogenannte Limit Switch, also ich denke der Endanschlagschalter. Der kommt dann hier so ran. Aha, aha, aha. Dann ergibt sich mir auch die Logik des Steckers hier. Hier sind diese kleinen, ups, wo habe ich jetzt den Imbus versteckt, irgendwo hier unten drunter, denke ich. Das sind die Verschraubungen, die in die Schiene kommen. Die kommen rein, werden rumgedreht und dann angezogen. Also die muss man etwas lösen. Und dann kommen die in die Rillen der Führungsschiene. So, jetzt sind wir hier soweit. Jetzt muss man den Spaß wieder rumdrehen. Also man muss sich irgendwie platzmanagementmäßig, muss man sich doch ein bisschen anders vorbereiten, weil unter Umständen könnte so ein Küchentisch doch etwas zu laut sein. Gibt's hier noch wieder drunter? Okay, steht da. Dann nicht. Kabel haben sich etwas lullig. So, jetzt haben wir den so rum. Jetzt kommt nämlich der andere Motor auf die Seite. Ich muss echt hier ein bisschen so, und da schauen wir mal, da haben wir jenen. Der kommt dann da so hin. Etwas konisch angefräst, damit das Ganze hier drin verschwindet. Schauen wir wieder, ob wir den richtigen Imbus finden. Der ist nur noch mal so groß. Ja, aber wir haben ja noch einen hier drin. Das
erschließt sich mir nicht ganz, warum man nicht überall dieselbigen Schrauben verwendet, aber naja. Eventuell Linsen schon mal vorbereiten, damit man beim Festmachen gleich so eine Richtung hat und das Ding nicht allzu schief festsetzt. Nicht allzu fest schief setzt, sondern allzu schief festsetzt. So. Auch hier wieder so fest wie es kann, aber nicht mehr. So, jetzt haben wir hier den Drahtbürm hier drunter. Ja. Kabel. Und nun macht er jenen und sagt sich, ich lieg mal vom Kühlschrank. Das heißt, wenn ich jetzt in den Kühlschrank gehe, muss ich ihn wach machen. Und dann weiß er gleich, aha, ich bin wach, Kühlschranktür, gibt was zu fressen. Ich glaube manchmal, der Hund ist clever. So, das mal nur am Rande. Jetzt gehen wir hier weiter im Text. Wir haben jetzt den Motor dran. Jetzt schauen wir mal, was sagt die Zeichnung weiter. Zeichnung. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Jenen. Sollte man erstmal schauen, ob die dann so identisch sind. Wir haben da zwei Löcher und da zwei Löcher, okay. Aha, die sind schon mal nicht identisch. Schauen wir, welche wir hier nehmen müssen. Nicht den, sondern jenen. Aufpassen, bei denen sind zwei, die zwei sind unterschiedlich. Hier nehmen wir den mit diesen Löchern. So, jetzt wird es knifflig, jetzt kommen die. Und die kommen dann hier so rein. Wenn ich das gut sehe. Dann sollte dann eigentlich irgendwo festgeschraubt werden. So rum oder so rum. Also kommt gar nicht so weit rein, wie man die anderen. Diese beiden Bohrungen sind für diese beiden Löcher. Und hier ist eine kleine Ausfräsung drin, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und da kommt quasi die Schraube rein. Und dann wird es hier festgesetzt. Dann läuft quasi hier lang der zweite Zahnriemen hier durch. Und das muss ich erstmal gucken, welche Schrauben, sagt er, möchte er da haben. Das passt. Na gut. Dann wird es ein Gefrickel, dann muss man die von hier oben einfädeln. So sieht das. Und dann kann man hier. Macht es nicht zu fest, denkt an das Aluminium. Da sind wir noch fest, kommt ab. So, da haben wir dann den ersten. Das sieht dann mal so aus. Dann kommt jenes Teil auf der zweiten Seite. So sagt es die Beschreibung. Wir haben jetzt den montiert. Stimmt das? Wir haben jetzt genau den montiert. Und jetzt kommt der auf der anderen Seite. Und dann sollte noch einer dazwischen kommen. Kriege ich den dann noch darauf? Ja, aber. Und zwar ist das, denke ich, die Vorderseite, weil hier läuft die Spindel durch. Eventuell hier kommt die Spindel. Dann sollte der auf der Rückseite liegen. So. Da sind wir schon mal etwas schlauer geworden. Und dann kommt der. Ups. Der kommt dann so hier vorne rauf. Deswegen sind auch hier wieder die Ausfräsung und die beiden Löcher in dieser Richtung. Und dann haben wir das auch schon. Wenn wir jetzt noch wieder finden, wo wir die Schrauben haben. Bitte. Gerade eben waren sie noch hier und schwupp sind sie eben schon wieder weg. Hier sind sie.
Zähne nehme ich. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht ganz so durcheinander kommt mit der Schrauberei. So, eine Schraube hier und eine hier rein. Also das Video wird euch garantiert verdammt lang. Macht euch Musik an, macht den Ton aus und zoomt schnell durch auf das, was ihr wirklich sehen wollt. Oder so. Weil das ist doch ein bisschen Bastelei. Hoch, hoch, hoch. So, na gut, machen wir das nochmal so. Ist ein ganz schönes Gefrickel, so kleine Schrauben sind nicht so wirklich für mich gemacht. So, jetzt habe ich es fertig. So, dann haben wir den soweit fertig. Der kann sich bewegen, der bewegt sich über die Spindel hoch und runter. Hin und her, hoch und runter, vor und zurück und so weiter. Schluck Kaffee. So, dann halten wir uns auch weiterhin an die Zeichnung. Wir haben jetzt den Teil und den Teil. Jetzt kommt ein Teil hier hinten rauf. Okay. Das habe ich gesehen. Ah, okay, das ist das. Jenes Teil. Das soll jetzt hier hinten rauf, damit der nicht runterfällt. Oberen Zahnriemen hier hinten auf die Schiene, die Teile wieder rumdrehen, hier einfädeln. Ja, ist immer ein bisschen nervig, die drehen sich gerne mal weg, muss man ein bisschen festhalten. Und dann etwas lose Schrauben hier rüber und dann festsetzen. Wie viel der frei liegen muss, ist hier nicht zu sehen. Dann machen wir das erstmal nach Gefühl und den Rest gibt der Zahnriemen vor. Eventuell kann man, muss oder kann man das noch nachspannen. Das kann ich mal so nicht sagen. So, dann haben wir das auch dran. Und dann ziehe ich das mal so, dass der hier so reinkommt. Das ist nämlich jetzt mal dummerweise nicht beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. An die Stelle, wo ich sagte, es kann sein, dass man hier nochmal was lösen muss, um das genauer einzustellen. Und genau jetzt haben wir diesen Punkt. Nicht ganz so leicht, wie es da aussieht auf der Zeichnung, oder? Er wehrt sich dann doch etwas, weil er doch ein bisschen straff ist, der Gute. Ja, hier wäre eine kleine Zange sinnvoll, um das hochzuhalten. Die werde ich jetzt mal besorgen.
So, jetzt sind wir soweit klar. Wir haben das fest, haben wir noch nicht.